Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Hallo Felix, ich freue Ja, mich. ich mich auch. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank dir erstmal als allererstes, dass du dich bereit erklärt hast, von deiner Erfahrung aus deiner Hypnosebegleitung heute ein bisschen was zu erzählen und da den Menschen, die sich für das Thema Hypnose interessieren, so ein Stück weit auch einen Einblick zu geben in das, wie sich das anfühlt, so eine Hypnosebegleitung zu erleben. Und ich hätte mir da ein paar Fragen vorbereitet, die vielleicht ganz spannend sein könnten. Ich würde dich als allererstes gerne fragen, wann war denn deine Hypnosebegleitung? Wie lange ist denn die Erfahrung her für dich? Ja, also wir hatten insgesamt 3 Sitzungen zusammen und geendet sind wir so circa vor 2 Monaten. Vor Der 2 Monaten. Prozess an sich, das waren, wenn ich mich recht erinnere, so im Abstand von 6 Wochen haben die 3 Sitzungen stattgefunden. Danke dir. Und es waren 3 Sitzungen, die du da erlebt hast. Genau. Und was würdest du da sagen im Rückblick? War das im Prinzip jedes Mal genau das Gleiche? Waren die Sitzungen alle gleich oder waren das ganz unterschiedliche Erfahrungen? Es waren wirklich komplett unterschiedliche Erfahrungen und das war für mich auch neu und besonders, also dass es einfach sehr eng auch an meinem persönlichen Prozess orientiert war und wir ja jedes Mal auch wieder in die Rücksprache gegangen sind. Woran möchte ich jetzt arbeiten? Wie ziehen wir den Prozess weiter auf? Und ja, du dementsprechend ja auch die Methoden, die du angewandt hast, an mich und meinen Prozess angepasst hast. Danke dir. Also höre ich gerade so raus, das war für dich auch so, dass du das ganz individuell auf dich angepasst hast, erlebt hast, den ganzen Prozess. Ja, tatsächlich. Ja, das war auch sehr schön und es hat mir auch ein sehr sicheres Gefühl gegeben und auch geholfen, tiefer zu gehen, weil ich das bisher auch noch nicht so kannte. Ich habe Hypnose eher so, ja, bisher als so vorgefertigtes Skript erlebt, was nicht heißt, dass es nicht wirkungsvoll sein kann, aber tatsächlich hat es mir geholfen, viel tiefer auch an den Prozess zu gehen, dadurch, dass es halt sehr individuell auf mich abgestimmt war. Danke dir, freut mich total, das zu hören. Und wenn du sagst, das war auch ein sehr individuell auf dich angepasster Prozess, was würdest du denn sagen? Was waren denn so die größten Erfolge oder positiven Entwicklungen, die du durch die Hypnosebegleitung für dich erleben konntest? Also tatsächlich fühle ich mich insgesamt viel sicherer in meinem Sein. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so einfach wirklich meinen Weg zu gehen und nicht mehr so viel Angst zu haben vor negativen Konsequenzen und Ablehnung, sondern einfach sehr darauf zu vertrauen, dass das, was ich tue, dass ich das gut mache und dass meine innere Stimme ja mir auch den Weg zeigt, den ich weitergehen möchte. Und ich verkopfe nicht mehr so sehr und hinterfrage alles, sondern verlasse mich da so ein Stück weit mehr auf den Flow und habe damit auch sehr positive Erfahrungen gemacht seitdem. Ja, wie schön. Es klingt auch so ein Stück weit nach so Qualitäten wie sich selbst anerkennen, mit sich selbst verbunden sein und mit dem eigenen Weg auch verbunden sein, könnte man das so sagen? Definitiv. Also ich glaube, mein Selbstvertrauen ist dadurch einfach noch mal ein ganzes Stück gewachsen. Also auch Vertrauen in meinen eigenen Prozess und mir auch die Zeit zu geben, in Dinge hineinzuwachsen, nicht so streng mit mir zu sein, wenn mal was nicht gleich funktioniert. Also auch so das Thema Selbstmitgefühl ist auf jeden Fall sehr präsent auch nochmal hochgekommen durch den Hypnoseprozess und dass ich einfach mich selber auch liebevoller in meinen Prozessen begleiten kann und dadurch auch schneller Erfolge erziele, weil ja, ich den Widerständen einfach liebevoller begegnen kann und dadurch nicht so viel Zeit verliere, mich an mir selber abzuarbeiten. Wie ist das für dich, wenn du dich das selbst gerade so sagen hörst? Ja, das ist total schön, das auch gerade noch mal so mit dir zu reflektieren, weil ich schon viele Veränderungen wahrgenommen habe,
Aber wie es so ist, man nimmt sie dann auch schnell als normal und gegeben hin, aber nochmal so zurückzuschauen, wie das vorher war, da hat sich doch wirklich schon eine ganze Menge zum Positiven hin verändert. Und wenn du da auf deine Hypnosebegleitung zurückblickst, was würdest du denn sagen? Was hat dich denn da vielleicht überrascht? Oder was war ja für dich neu, überraschend, am meisten überraschend? Ja, also dadurch, dass ich ja auch schon relativ viel Erfahrung mit Gesprächstherapie und Coaching habe, was eher so auf der kognitiven Ebene passiert, war es einfach total schön zu erleben, wie wirkungsvoll es ist, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und wie transformierend ich auch in die Prozesse gehen kann, ohne dafür meinen Kopf zu brauchen. Also das ist wirklich mindblowing. Der Kopf ist ja doch eher so der Part, der uns gerne in der Sicherheit hält und so ein Stück weit auch blockierend sein kann, auch natürlich mit einem guten, mit einer guten Absicht dahinter. Aber das so außen vor zu lassen und wirklich in diese Prozesse im Unterbewussten zu gehen, das ja ist einfach eine sehr, sehr kraftvolle Arbeit und das war wirklich ein sehr besonderes Erlebnis, das so zu erfahren. Danke dir, Sophie. Was würdest du denn jetzt vor diesem Erfahrungshintergrund, den du da gemacht hast, jemandem sagen, der sich vielleicht für eine Hypnosebegleitung interessiert oder grundsätzlich für die Arbeit mit dem Unterbewusstsein interessiert, um an einem Thema eben zu arbeiten, aber wenn die Person eben vielleicht noch ein bisschen Zweifel hat oder zögert, was würdest du so jemandem sagen? Also ich denke, dass der Gedanke da ist, das Interesse da ist, das ist eigentlich schon so der Hinweis darauf, so hey, geh dem doch mal nach, schau dir das doch mal an. Und ja, also ich habe so das Gefühl, es gibt nichts zu verlieren. Also dadurch, dass die Begleitung mit dir ja auch so individuell und auch immer in Rücksprache abgestimmt ist, ist das ja auch einfach ein sehr achtsamer Prozess. Also ich glaube, Menschen, die vielleicht noch so zweifeln im Sinne von, oh Gott, gebe ich da dann komplett die Kontrolle ab und was passiert da mit mir? Das ist ja auch so ein schöner Moment zum Wachsen, wenn man so vielleicht auch ein Thema mit Kontrolle und Verkopftsein in seinem Leben hatte, einfach ja mal den anderen Weg zu wählen und da so ein Stück weit sich aus der Komfortzone auch zu bewegen und ja auch eine positive Erfahrung zu machen. Denn man gibt die Kontrolle in dem Sinne nicht ab, weil man ja auch von dir durch den Prozess getragen wird und auch gehalten ist und es einfach auch ein sehr sicherer Rahmen ist, in dem du begleitest. Ja, danke dir, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Menschen im Kopf haben. Nur gebe ich da denn die Kontrolle ab? Und jetzt hast du das schon so ein bisschen angeschnitten. Wie würdest du das denn aus deiner eigenen Erfahrung heraus betrachten? Hast du dich so gefühlt, als hättest du in irgendeiner Form die Kontrolle über dich verloren in der Hypnose? Nee, auf keinen Fall. Also ich hatte ja vorher auch Bedenken, Ängste, vielleicht auch ein Stück weit Vorurteile. Und wir haben das ja wirklich so ausführlich davor besprochen und sind wirklich immer erst den nächsten Schritt weitergegangen, wenn alle meine Fragen bis ins letzte Detail geklärt waren. Und das hat mir einfach unheimlich viel Sicherheit gegeben. Also die Kontrolle zu haben, zu sagen, okay, hier ist für mich noch was unstimmig, hier beschäftigt mich noch was und ja, da einfach mit dir noch mal reinzugehen und die Sicherheit gemeinsam zu kreieren, das war sehr, sehr hilfreich dann auch Danke dir. und zu haben, mich dann im Prozess auch bewusst fallen lassen zu können, aber es war alles andere als ein Kontrollverlust. Dankeschön. Was würdest du denn vielleicht vor diesem Hintergrund auch der Sophie von vor ein paar Monaten, von vor dem Hypnoseprozess, gerne mit auf den Weg geben, wenn du mit ihr sprechen könntest?
Ja, ich denke, dass die Sophie von damals schon eine sehr, sehr gute intuitive Stimme in sich hat, der sie aber selten vertraut hat und viel noch im Kopf gewesen ist und eine genaue Vorstellung davon hatte, wie ihr Weg aussehen wird, wie, auf was für eine Art sie ihre Ziele erreichen sollte. Und da einfach offen zu sein und sich auf die innere Weisheit auch so ein Stück weit zu verlassen und darauf zu vertrauen, dass ja Prozesse nicht immer vom Kopf greifbar sein müssen, sondern ja nicht linear verlaufen und man gewisse Schleifen dreht und es aber auch dazugehört. Und am Ende, ja, habe ich eigentlich, also habe ich meine Ziele erreicht, aber auf eine ganz andere Art und Weise, mit einem ganz anderen Weg, als ich das vorher mir gedacht habe. Und es war total gut, an der Stelle loszulassen und meinen Kopf und meine Vorstellung loszulassen und dann ins Vertrauen zu gehen. Und da hat mir die Hypnose auch sehr beigeholfen. Korrigiere mich, wenn ich dich da ganz falsch verstehen sollte. Es klingt so ein bisschen danach, als könnte es so sein, dass die Ressourcen, die man benötigt, um Themen zu bewältigen oder Prozesse in Gang zu setzen, in der Regel in der einen oder anderen Form schon vorhanden sind im Unterbewusstsein und dass es nur noch darum geht, da den richtigen Zugang zu finden und dass das eben auch nicht immer der Verstand ist. Definitiv, definitiv. Also ich weiß beide Seiten zu schätzen tatsächlich. Und auch wenn die innere Stimme und der Verstand gut zusammenarbeiten, ist das, denke ich, schon eine richtige Superpower. Aber es sollte im Gleichgewicht sein. Und ja, mir hat es schon geholfen, das einfach mehr in Einklang zu bringen, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich ja auch erfahren habe, wie kraftvoll es sein kann, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und der Kopf da einfach mal Pause machen durfte. Ja, danke dir. Und jetzt hast du ja zum einen diese Selbsterfahrung gemacht, aber zum anderen hast du ja auch selber auch einen professionellen Hintergrund in der Begleitung von Menschen in Veränderungsprozessen und auch generell da viel Erfahrung auch außerhalb von der Hypnosebegleitung jetzt. Und wenn du da mal drauf guckst, was denkst du denn, was sind Vorteile, die die Arbeit mit Hypnose hat, wenn man was in seinem Leben verändern möchte, vielleicht auch im Unterschied zu anderen Formen von Transformationsarbeit. Also die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, auch in meiner inneren Arbeit, aber auch in der Arbeit mit Klienten, ist natürlich, dass ja die Arbeit nur mit dem Kopf und der Verstandesebene natürlich begrenzt ist. Und ja, so ein Stück weit einfach ab einem gewissen Punkt, um so eine ganzheitliche Veränderung zu erzielen, einfach notwendig ist, andere Ebenen des Bewusstseins oder eben Unterbewusstseins mit einzubeziehen. Und auch in Bezug auf meine Arbeit profitiere ich da auch total von, weil ich jetzt auch einen viel größeren Fokus einfach auf die Körperarbeit lege, mit sich selber in Verbindung zu kommen, ins Spüren zu kommen. Und ja, wir brauchen den Kopf, um unsere Entscheidungen hinterher uns selber zu erklären und einzuordnen. Aber viel von dem, was wir fühlen und wo es uns hinzieht, gibt uns schon ganz klare Hinweise darauf, was der richtige Weg ist. Und das ist einfach so eine unheimlich kraftvolle Ressource und es ja, es ist schade, wenn die oft so ein Stück weit hinten runterfällt. Und ich denke, wir können dem einfach viel, viel mehr Bedeutung auch beimessen, um so Transformationsprozesse auch ganzheitlich zu gestalten und den Körper und das Unterbewusstsein auch mitzunehmen. Weil wir sonst ja auch oft die Erfahrung machen, dass wir es eigentlich verstanden haben, aber die Veränderung sich trotzdem nicht vollzieht und wir trotzdem immer wieder an den gleichen Punkten hängen bleiben. Und dafür ja, ist einfach die Arbeit mit beispielsweise Hypnose oder auch Körperarbeit einfach
ein sehr hilfreiches Tool, um das zu überwinden. Absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Was würdest du denn sagen? Was sind denn so Momente, in denen sich zeigen könnte, ah, okay, ich habe möglicherweise schon viel verstanden zu einem Thema, habe mich da möglicherweise auch viel damit auseinandergesetzt, aber es kommt irgendwie davon alleine nicht in die Lösung. Was könnte das für Punkte sein, an denen man sowas bemerken kann? Ja, also ich komme ja auch aus dem Bereich Trauma und ganz klar, wenn man getriggert ist und einfach der Körper reagiert und unser Nervensystem uns signalisiert, okay, das ist jetzt eine Gefahrensituation. Und im Prinzip in dem Moment ja auch unsere Verstandesebene ausgeschalten wird und wir einfach wirklich reagieren als menschliche Lebewesen und nicht mit unserem bewussten Verstand und dann ja am Ende auch in der Kampf- oder Fluchtreaktion sind. Und da nützt uns der Körper einfach gar nicht mehr viel. Und da geht es einfach darum, auf tieferen Ebenen zu arbeiten, um sich da eine Sicherheit zu geben, dass dieses Alarmsystem gar nicht mehr so anspringen muss, sondern auf diesen Ebenen zu arbeiten, sich selber eine Sicherheit im Körper zu kreieren, dass man klar diese Situation noch wahrnimmt, aber trotzdem noch bewusst entscheiden kann und da durchgehen kann. Und ich denke, auch da ist die Hypnose einfach sehr, sehr sinnvoll, weil sie halt ja auch auf dieser unterbewussten Ebene arbeitet, die unser Verstand in dem Sinne nicht erreichen kann. Also es könnten vielleicht auch so Momente sein, wo man bemerkt, okay, da läuft irgendwie ein Automatismus in mir ab. Ich bemerke in diesem Moment, oder ich bemerke es vielleicht auch erst hinterher, ich verhalte mich jetzt auf eine Art und Weise, die ich eigentlich ungünstig finde. Und ich kann aber gar nicht so hundertprozentig genau erklären, naja, warum komme ich denn immer wieder in diese Situation? Ja, definitiv, genau. Wenn man so das Gefühl hat, so man kann sich selber so ein Stück weit dabei beobachten, wie man Dinge tut, die man ja eigentlich schon reflektiert hat und anders tun möchte. Und es passiert, wie du gesagt hast, wie automatisch. Danke Ja. dir. Wenn du das teilen möchtest, wie war das denn für dich im Verlauf deines Hypnoseprozesses? Hast du da vielleicht auch aus deinem Umfeld Rückmeldungen bekommen, wie sie dich wahrnehmen in dem Prozess, wie sie möglicherweise Veränderungen wahrnehmen konnten? Und wenn du das teilen magst, welche wären das so Ja, gewesen? gerne, gerne. Ja, ich habe öfter die Rückmeldung aus meinem Umfeld bekommen, dass ich ja einfach ruhig und gelassen wirke und als wäre ich mit mir selbst im Reinen und nicht so getrieben durch, ich muss jetzt noch dies und ich muss jetzt noch das, sondern wirklich ja in der guten Verbindung mit mir war und mich einfach sicher gefühlt habe mit mir und deswegen auch ja Dinge langsamer und bedachter angehen konnte und auch einfach sehr bewusst im Moment war und das auch das ist, was mir Menschen so rückgemeldet haben, dass sie mich einfach als sehr präsent auch wahrnehmen, als sehr geerdet und sehr klar auch in dem, was ich sage und tue und ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, danke dir. Ist natürlich immer schön, wenn man die Veränderung dann auch im Umfeld einfach gespiegelt bekommt und wenn man da auch nochmal so eine Außenwahrnehmung mitbekommt. Ja. Was würdest du denn sagen? Jetzt ist ja das Ende unseres Hypnoseprozesses schon einige Wochen her. Vor dem Hintergrund, wie bist du denn danach oder wie gehst du auch jetzt in die Zukunft? Also bei mir ist es ja so gewesen, dass ja die Hypnose einfach auch total viel in Gang gesetzt hat. Also ich schon gemerkt habe, der Hypnoseprozess war nicht mit der letzten Hypnosesitzung abgeschlossen. Er hat tiefe Transformationsprozesse in mir angestoßen und die haben schon in den Tagen und Wochen danach noch ihren Raum gebraucht.
Und wir waren ja darüber hinaus auch noch in Kontakt und ich habe dir das rückgemeldet und du hast mir da noch Hinweise für die Integration gegeben und noch eine weitere Hypnose, die ich zu Hause machen konnte. Und das, ja, das hat mir total gut geholfen, auch für die Integrationsphase. Und irgendwann, ja, gab es einfach immer mehr Momente, wo ich gemerkt habe, so, hey, das fühlt sich leichter an. Das geht mir leichter vor der Hand. Das macht mir nicht mehr so viel Angst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt selber Schulungen gebe, ich bin einfach viel gelassener. Ich habe wirklich dieses Vertrauen in mir, so ich weiß, ich mache das gut und auch Fehler machen ist okay und mir kann nichts passieren. Davor war das oft noch mit so einer tiefen Angst verbunden von, oh mein Gott. Was passiert, wenn ich nicht total perfekt bin? Was passiert, wenn ich nicht auf jede Frage antworten kann? Und jetzt denke ich mir so, hey, ich bringe so viele Ressourcen mit, so viel Wissen. Ich kann Menschen was mitgeben, was sie in ihrem Leben bereichert. Und dafür muss ich nicht perfekt sein. Und mir das auch zu erlauben, nicht perfekt zu sein, sondern ausprobieren zu dürfen, lernen zu dürfen, das, eröffnet mir nochmal ein ganz neues Potenzial, mich selbst kennenzulernen und auch in die Arbeit, die ich reingehe, mit anderen Menschen, da einfach intuitiver zu handeln und natürlich gleichzeitig auf meine Fachlichkeit zu vertrauen und nochmal eine ganz andere Qualität auch von Arbeit anbieten zu können, als wenn ich nur in meinem Kopf bin und denke so, okay, ich habe mir das jetzt so vorgenommen, so müssen wir das jetzt machen und gar nicht eigentlich am Prozess der anderen Person wirklich dran bin. Also ich bin insgesamt viel mehr in Verbindung mit mir, meiner Umwelt und anderen Menschen und das fühlt sich sicher an und nach einem tiefen Vertrauen, was da ist. Danke dir, dass du das teilst. Gerne. Sophie, gibt es noch irgendwas anderes, was dir wichtig gewesen wäre zu sagen oder was du findest, das wichtig ist, dass gesagt wird? Meinst du in Bezug auf unseren Hypnoseprozess? Ja, zum Beispiel. Ja, ich finde, also ich habe noch nicht unendlich viel Erfahrung mit Hypnose gemacht, aber dass ich schon das Gefühl habe, dass du da so ein Stück weit, ja, das, was man so unter Hypnose kennt oder wie man das vielleicht auch so in der Außenwahrnehmung so wahrnimmt, dass du das so ein Stück weit revolutionierst. Das ist einfach ja, ein sehr individueller Prozess ist, der sehr nah am Klienten oder der Klientin ist. Und gerade so dieser Aspekt für mich auch als Person, die traumasensibel begleitet, du schaffst einfach wirklich ein enormen Rahmen von Sicherheit und ich wünsche mir, dass alle Menschen so arbeiten tatsächlich, weil ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass Menschen in einen tiefen Prozess mit sich gehen können und wirklich Veränderungen nachhaltig bewirken können. Dafür brauchen sie einfach die vollständige Erlaubnis, sie selbst sein zu dürfen und sich damit sicher fühlen zu können und ja, den Rahmen gibst du und das ist ganz toll. Das ist ganz wundervoll. Vielen, vielen Dank dir, Sophie. Das fühlt sich für mich natürlich auch sehr, sehr schön an, das von dir so zu so hören zu dürfen. Dankeschön. Ja. Ja, vielen, vielen Dank dir für dein Vertrauen im Prozess, dass du mir erlaubt hast, diesen Raum so für dich halten zu dürfen und da an deiner Seite sein zu dürfen in diesen Prozessen. Und vielen, vielen Dank dir auch, dass du hier vielen anderen Menschen die Möglichkeit schenkst, einen Einblick zu bekommen, wie so eine Hypnosebegleitung aussehen kann. Und danke, dass du von deinen ganz persönlichen Erfahrungen heute hier berichtet hast. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Dankeschön.